Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen hier zu diesem kleinen Video. Falls ich heute kein richtiges mehr schaffen sollte, werde ich das hier einfach erscheinen lassen. Ihr wisst ja, dass ich im Moment in Köln bin und darum halt, keine Zeit habe, irgendwas zu erstellen. Und im Vorfeld habe ich einfach zu spät damit angefangen, vorzuproduzieren. Naja, was soll's? Ihr habt ja mitbekommen, dass ich gerade versuche, auf diesen Apex-Train aufzuspringen, um da vielleicht auch nochmal ein bisschen was reißen zu können. Natürlich hinsichtlich des Wachstums, aber auch hinsichtlich einfach des Spaßes. Ich denke, es kommt gut rüber, dass wir da in den Livestreams und ich eben auch so für mich in den Spielen, die ich aufzeichne, um für euch dann ein Tutorial zu erstellen oder sonst was, dass ich ja ziemlich viel Spaß habe. Es ist endlich ein Spiel, das tatsächlich gut geschaut wird oder gut geschaut werden könnte oder eben im Hype ist, das mir auch liegt oder eben gefällt. Die letzten paar Spiele, die so im Fokus waren, waren einfach nichts für mich, aber das ist jetzt eins, mit dem ich wirklich was anfangen kann. Und ja, vielleicht können wir damit noch etwas wachsen. Natürlich wird Counter-Strike nach wie vor noch erscheinen, aber es ist jetzt gerade am Anfang eben wichtig, sich wirklich stark in diesem Spiel zu etablieren, also auch auf YouTube, videotechnisch eben, dass man nicht irgendwie Jahre später damit einsteigt. Ich denke, ich bin jetzt schon fast etwas zu spät. Es ist ja schon seit guten 2 Wochen wirklich ziemlich stark am Rennen, also auf YouTube und Twitch. Und darum sollte ich dann jetzt doch vielleicht etwas Gas geben. Ich denke, gerade andere große Kanäle sind ein gutes Beispiel dafür, wie gut es funktionieren kann, wenn man eben immer wieder springt, was den Hauptcontent angeht, also siehe Hand of Blood und Co. Da ist zwar dann auch eine gewisse Linie drin, so wie damals bei Fortnite und so weiter. Es wird schon ausgespielt, dieser Hype wird abgeschöpft, aber eben auch nicht so sehr, dass es der Hauptcontent auf dem Kanal ist, sondern es ist halt einfach immer wieder was Neues. Es kommt ein neues Spiel, das ankommen könnte und dann wird es gemacht. Wobei man jetzt speziell bei großen Kanälen halt auch sagen muss, dass sie nicht auf den Hype angewiesen sind, sondern den Hype ja selbst erzeugen können. Zumindest in ihrem Umfeld. Soweit sind wir noch nicht, beziehungsweise wenn wir sowas machen, da erinnere ich mich an dieses Annihilation Game, da ist es halt für unsere Größe ein Hype, ja, da haben dann vielleicht 30, 40 Leute von euch dieses Spiel auch gespielt und das war's. Apex kam für mich jetzt auch sehr unerwartet. Ich weiß nicht, ob einige von euch da vielleicht schon was in Sicht hatten oder wussten, dass da gleich oder bald was richtig Großes starten wird. Ich erinnere mich an viele Nachrichten, die ich mit Wallen hin und her geschickt habe. Wir sind ja beide schon ewig am Hasseln hier auf YouTube und haben viele Trends einfach verpasst, beziehungsweise viele Trends verpassen müssen, weil sie uns halt nicht gefallen haben. Er ist damals zu einer Zeit auf COD aufgesprungen, als COD halt einfach gestorben ist auf YouTube. Er hat zwar noch einen gewissen Gain mitziehen können, aber es war dann recht schnell besiegelt, also das Spiel an sich. Um die Zeit, also vor 3 Jahren mittlerweile, es sind 3 Jahre, bin ich dann umgestiegen auf CSGO, beziehungsweise habe mich an CSGO rangetastet, habe gemerkt, dass da so ein bisschen was geht und dachte mir, komm, dann probiere ich mal, ob man damit vielleicht was erreichen kann. Und siehe da, dadurch kam dann wirklich ordentlich was rein. Leider bin ich da auch vorneweg 2 Jahre zu spät eingestiegen. Das war schon die Zeit, wo Counter-Strike eben langsam erstickt ist. Solche Schicksalsschläge hatten wir im Vorfeld auch schon. Also zum Beispiel bei DayZ war es so, dass wir sogar einen Insider-Tipp hatten von einem Kollegen von mir, der extrem früh, ich weiß nicht, wie lange es her ist, vielleicht vor 10 Jahren, der extrem früh diesen DayZ-Hype hervorgesehen hat. Da war DayZ wohlgemerkt noch keine Standalone, sondern einfach nur diese Mod von der Mod von Arma. Und das ist dann ziemlich fett gerannt. Leider sind wir halt natürlich extrem spät eingestiegen und konnten da nicht mehr wirklich viel abschöpfen. Was extrem schade war, weil das eben auch halt eines dieser wenigen Hyped-Spiele war, die uns sehr viel Spaß gemacht haben. Sogar direkt zu Anfang unserer YouTube-Karriere haben wir da Trends verpasst, beziehungsweise verpassen müssen, weil sie uns einfach überhaupt nicht zugesagt haben. Wir haben ja mit Minecraft angefangen und haben, glaube ich, auch vorneweg 300 oder 400 Minecraft-Folgen erstellt und haben dafür oder damit einfach den ganz normalen Survival-Modus gespielt. Das war für uns so das Nonplusultra. Das hat einfach ultimativ viel Spaß gemacht, diesen Modus zu spielen. Im Fokus der Zuschauer war aber nicht dieser Modus, sondern dieser ganze Extra-Fetz auf diesen Gommel-Servern und dies und das und ach guck mal, das sind irgendwelche Spiele, Endergames und bla bla bla, dieser ganze Scheiß. Wir haben uns das angeschaut und dachten, was ist das für ein Rotz? Wir wollen Minecraft spielen, ne? So richtig entdecken, durch die Welt reisen, Sachen abbauen und daraus was aufbauen. Viele Leute haben sich auch gerne große Sachen angeschaut, die gebaut wurden mit diesem, ihr wisst schon, dieser Rumfliege- und Alles-Haben-Modus, dieser Pussy-Modus sozusagen. Und wir haben halt einfach großen Wert darauf gelegt, dass, wenn wir was bauen, dass wir davor eben auch den ganzen Scheiß abgebaut haben. Also, dass wir halt richtig, ne? Und das ging überhaupt nicht in die Richtung von dem, was geschaut werden wollte. Über unsere gemeinsame YouTube-Karriere hinweg kamen wir immer zu spät zu irgendwelchen Dingen, beziehungsweise gar nicht erst dazu, weil es halt einfach scheiße ist, ja? Also, Fortnite, wir haben uns angeschaut, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, wir haben echt versucht, da Spaß dran zu finden. Ich meine, man muss jedem Spiel natürlich erstmal eine Chance geben, das ist klar. Man kann nicht von vornherein sagen, nee, das ist Kacke, wenn man es nicht mal probiert hat. Und wir haben es wirklich viele Runden versucht. Insgesamt sicherlich 5 oder 10 Stunden in das Spiel reingehängt. Aber es war einfach nicht. Es war einfach nichts, was wir machen wollten, weil es scheiße war. Also uns hat das nicht gefallen.
Bei PUBG war es ähnlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht in den Streams, aber wenn man dann selbst wirklich darauf irgendwas schwitzen wollte, auf irgendein Video schwitzen wollte, irgendwas machen wollte, da hat der Elan gefehlt. Das war einfach nichts. Da war dann doch der Wille zu stark, dass man sich sagt, es muss schon was sein, was einem halt auch auf irgendeine gewisse Art und Weise einen Mehrwert bringt. Wenn es keinen Spaß bringt, dann muss es zumindest auch ziemlich früh Erfolg bringen, beziehungsweise Reichweite. Ich weiß, dass das so eine Sichtweise ist, die manchen Leuten nicht zusagt, aber diese Leute gehen YouTube auch anders an als wir. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen YouTube als Business an, auch wenn es etwas lachhaft ist, gerade als Anfänger, als kompletter Anfänger. Wir haben von vornherein gesagt, wir wollen damit was erreichen, reichweitentechnisch, auch finanziell und so weiter und so fort. Und wenn man die Sache so sieht, dann hat man einen Punkt mehr, den viele andere gar nicht sehen. Und zwar kann dir ein Spiel oder eine Art von Content kann dir auch einfach Spaß machen, weil du damit wächst. Das heißt, du hast Spaß daran zu sehen, wie dein Kanal damit wächst, wie du Reichweite erreichst und vor allem, wie du mit diesen neuen Zuschauern dann auch interagieren kannst. Das heißt, wie du sie über diesen Content ansprechen kannst. Sowas kann auch Spaß machen. Da muss der Content an sich nicht so sein, dass ich sage, wow, ich liebe das, sondern das, was daraus entsteht, ist dann das, was einem diesen eigentlichen Spaß bringt. Und ich denke, die meisten von euch wissen ja, dass das bei mir eben bei Counter-Strike der Fall war. An sich habe ich da echt keinen Bock drauf gehabt, also auf CSGO. Aber nach diesen ersten paar Versuchen ist es angelaufen und es hat sich eine Community entwickelt, um diesen Content drumherum. Und dann bringt es wiederum Spaß. Aber natürlich gibt es auch den Fall, dass wenn die Abneigung zu groß ist, dass man es trotzdem nicht macht. Auch wenn man genau weiß, dass wenn man das machen würde, dass man dadurch wachsen würde wie ein Warzenschwein. Also sehr schnell, sehr viel. Also jetzt die Fortnite. Hätten wir Fortnite damals trotzdem einfach auf Zwang gemacht, zu dieser Zeit, wo wir es getestet haben, das war ziemlich am Anfang, dann würden wir jetzt wahrscheinlich beide bei 100, 200 oder 500.000 Abonnenten stehen. Aber das ging einfach nicht. Das war einfach überhaupt nicht möglich. Die Abneigung war schlicht und ergreifend dann doch zu groß, das auf Schweiß praktisch zu machen, darauf hin zu schwitzen. Man kann das Ganze auch einfach mit einem Beruf vergleichen. Da macht man auch Dinge, die einem nicht zwingend Spaß machen. Man muss arbeiten. Und arbeiten heißt nun mal nicht immer Spaß, sondern eben auch erstmal reinschwitzen in die Sache. Und dann kommt was bei rum. Lohn oder wie auch immer. Natürlich gibt es auch Arbeiten, die Spaß machen, aber ich gehe einfach davon aus, dass ich hier nicht nur Leute habe, die durchweg glücklich sind mit ihrem Beruf und jeden Tag lachend in die Kreissäge laufen. Man muss ab und an einfach Dinge machen, um etwas zu erreichen, so wie auch in der Schule man lernt, obwohl man jetzt nicht zwingend jeden Tag so richtig Bock drauf hat, aber man weiß genau, man arbeitet auf etwas hin, auf etwas Größeres und auf etwas, was einem dann wiederum etwas bringt. Positives, einen Mehrwert. Aber, und das muss man ganz deutlich an der Stelle sagen, es gibt einfach Grenzen, Schwellen, die nicht überschritten werden. Die hat jeder. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in die Gedankenwelt der YouTuber bringen und werde dann jetzt mal losgehen, weil wir gleich losfahren müssen. Haut rein. Ciao, ciao.